Dankeschön, 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 ihr habt Geschmack, sehr gut. Ja, ich habe gerade gedacht, als ich da hinter der Bühne stand, Cindy und die jungen Wilden. Ist klar. Wer von euch war schon mal im Swingerclub? Gibt man nicht so gerne zu, ne? Aber rein statistisch, ein paar müssen ja dabei sein hier, ne? So, wie erkennt man das? Ja, ist ja, pass auf, so viel Zeit haben wir ja heute wohl, das erzähle ich euch mal eben. Auf meiner letzten Tournee, Mutterschutz, da haben wir für die, so eine Schlussszene, für die DVD, haben wir so einen Stunt gedreht mit meinem Porsche. Auf dem Porsche stand Atze Schröder Mutterschutz. Und dieser Stuntman, den wir da immer haben, der sieht ungefähr aus wie ich, der hat auch Locken, kommt auch aus Essen. Und die Brille kriegt er dann immer von mir, meine Zweitbrille. So, und an dem Abend habe ich noch gespielt, hat er gesagt, Atze, ich nehme deinen Porsche mit nach Essen, dann kannst du schon mal ein bisschen trinken hier und wunderbar. Jetzt fährt der Typ ins Ruhrgebiet von Bremen aus und fährt über Wuppertal. Da ist so ein Swingerclub, Caesar's Palace. Dem Typen hat wohl irgendwie die Pfeife gequalmt. Er denkt sich, fahr ich mal am Swingerclub vorbei. So, jetzt stell mal vor, da auf dem Swingerclub-Parkplatz steht ein Porsche, Atze Schröder, Mutterschutz. Das dauert ja 5 Minuten, dann ruft der Erste dich an. Ich denke, komm, den Schlüssel hole ich mir selber wieder. Jetzt bin ich nach Wuppertal zum Caesar's Palace gefahren, in den Swingerclub. Ich war noch nie im Swingerclub, noch nie. Du denkst ja, da ist keiner, da ist gar keiner. Ja, vergiss es, alles vollgeparkt. Wie am Waldorf-Kindergarten. Wirklich, da ist teilweise dieselben Kennzeichen. Ja, aber jetzt kommt, die Geschichte stimmt wirklich. Ich komme jetzt in diesen Swingerclub rein. Wie verhältst du dich? An der Kasse saß so eine Perle, ja, ich würde mal sagen, gut abgehangen. Ne, so, als hätten sie Brigitte Mira exhumiert. Ne. Trotzdem so eine Corsage an, ne? Kettenraucherin. Ich komme da an, guck so mit großen Augen, die sagt gleich, dass ich Anfänger war. Na, Kleiner, ich soll mal gucken. Ich sag, hör mal, Huibu. Was sagt man denn hier? Sesam, öffne dich. Bist du neu? Brauchst du eine Einführung? Ich sag, nee, lass mal. Oder? Du hast ja wahrscheinlich schon einen Ramses-Rezeptor poliert. Jetzt komme ich da rein in diesen Swingerclub. Man muss das mögen. Ne? Das sieht ja so ein bisschen aus wie Edeka Delikatessenabteilung. Ne? Bauchspeck, Bauchspeck, Bauchspeck. Ne? Würstchen, Würstchen, stille Treppe, Wuthöhle, alles da. Ne? Ach du Scheiße. Jetzt sehe ich diesen Typ, diesen Stuntman, der hatte die Brille noch auf. Der war in den Club gegangen, hatte so auf Atze Schröder gemacht. Ich sehe den hinten in der Ecke stehen, erzählt so meine besten Nummer. Ne? Ü30, ja nee, ist klar, der den Hebel nicht zieht, solche Sachen. Ich stehe da so, guck so, das gibt's doch gar nicht. Ne? Hol mir den Schlüssel von ihm wieder. Ja, und bin am Ausgang, da kommt so ein Damenkegelclub vorbei. Auch so Frauen so im besten Alter, ne? So im Grünkohlalter. Und kommen auf mich zu und sagen, Entschuldigung, sind Sie Atze Schröder? Ich sage, nee, der steht da hinten. Ich sage, Ladies, geht da ruhig mal ran. Ne? Zärtlichkeit versteht er als Beleidigung. Und kennt ihr noch die Ziege aus Jurassic Park? So ungefähr musst du dir das vorstellen, was da abgeht. Ne? Was lachst du denn schon wieder? Wie kann sie da? Aber das Beste ist, die Geschichte stimmt Wort für Wort. Seit dem Moment denke ich da immer wieder drüber nach. Und deswegen frage ich auch immer mal, ne, wer ist Swinger? Wer war schon mal im Swingerclub? Weil so ein Swingerclub ist ja eigentlich was Positives. Ne? Komm mal, ne? Wenn man da wirklich hin will, ist ja so eine Begegnungsstätte unter Gleichgesinnten. Ne? Man geht da hin, um so ein bisschen wieder was zu erleben. Ne? Ist ja, wie soll ich das sagen? Wer von euch in einer längeren Beziehung ist, der weiß Bescheid. Jetzt mal, ihr alle Männer hier heute Abend, ne, die in einer längeren Beziehung sind. Ein Jahr und mehr. So, pass auf, jetzt brauchen wir gleich eine Kamera aufs Publikum. Jetzt mal die Männer. Von den Männern in der längeren Beziehung. Jetzt mal Hand aufs Herz. Von 100 Nummern im Monat. Wer jetzt lacht, weiß, wovon ich rede. Es gibt auch Monate mit 31 Tagen. Aber, pass auf, anderes Beispiel. Ich merke, wie euch das interessiert. Ihr könnt ja schon fast eine Stecknadel fallen hören. Ich bin ja auch schon lange mit meiner Perle zusammen. Ne? Wir sitzen letzten Sonntagsabends auf dem Sofa, gucken schönen Tatort, in der ARD, herrlich, schöner Tatort. Mit Iris Berben als Edelhostess. Oh.
Leck mich am Arsch, ne? Im Hintergrund fuhr noch so ein Porsche Turbo durchs Bild. Mit anderen Worten, ich kriegte Gefühle. Ich sag, hör mal, Schatzi, ich habe hier gerade so einen knallharten Bringer aus der Erotikabteilung für dich. Den Schubba Schub Love. Für sie ab 30. Hör mal, weißt du, was die sagt? Können wir gerne machen, aber warte bis zur Werbung. Ja, ich war auch gar nicht sauer. Eine Stunde später wusste ich auch schon gar nicht mehr, was ich wollte. Ich sag, hör mal, Schatzi, weißt du noch, was ich eben wollte? Und jetzt pass auf, so sind Frauen. Da sagt sie, ja, du wolltest mit dem Hund raus. Ne? So sind Frauen. Und ja, ich hatte es doch nicht. Ich hatte es doch so gut gemeint, aber es ist doch so. Ne? Wer in einer längeren Beziehung ist, wie macht man's? Ne? Man will es ja auch interessant gestalten. Wie kommt man wieder so auf Flughöhe? Wie beschert man Mutti wieder so ein bisschen Öldruck? Ne? Wie kriegt man den Maibaum beflackt? Ne? Die Rosinen in den Kuchen, die Latte in den Macchiato. Ne? Wie macht man es zu Hause? Teelichter, jetzt komme ich nicht mit Teelichtern. Ne? Ne? Bei Ikea, die gucken schon komisch. Ne? Da haben wir säckeweise schon rausgeschleppt. Reizwäsche, ja gut. Warum nicht? Reizwäsche? Ne? Aber lass sie das tragen. Ne? So ein Tanga beim Mann. Oh. Das sieht aus wie die Augenklappe von Johnny Depp in Fluch der Karibik. Und das stell dir jetzt mal bei Rainer Kallmund vor. Oder einige Männer verstehen ja unter Erotik, ich zieh einfach mal den Winterschlafanzug im Juli an. In Frottee. Ich sag mal so, eine Frau, die dabei geil wird, die will man nicht. Nee, das willst du nicht, das willst du. Es gibt ja auch so Filmfans, die sagen, ja komm, die schönen Sahne, Erdbeeren, Rosinen und so. Ja, da sieht die doch aus wie von Koppenrad und Wiese. Ja? Dann will ich auch eine Tasse Kaffee. Ja? Kann ich wieder die ganze Nacht nicht schlafen. Nein, wie man's macht. Oder Satinbettwäsche. Ja, Satinbettwäsche, was soll denn daran erotisch sein, wenn das Bett sich anfühlt wie ein toter Aal? Ja? Da kannst du ja höchstens mal Nudelwasser drin abgießen. Oder Fesselsex. Fesselsex, warum nicht, wenn beide das wollen? Aber jetzt nicht Mutti mit dem alten Fahrradschlauch und das Garagentor binden. Du kommst an die Fernbedienung und die Nachbarn reden. Das will doch keiner. Das ist ja, und deshalb mein Rat, ne, für alle Männer, die in einer langen Beziehung sind, gebt euch Mühe. So wie bei meiner Perle. Sie weiß, was mir schmeckt. Ich weiß, wo es ihr gut tut. Dankeschön. Vielen Dank.